Und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Guild Wars 2. Hier ist wieder euer Dice und natürlich mit dabei der Raijin. Hallo. Hallo. So, jetzt haben wir auch in der letzten Folge, glaube ich, ein bisschen genug gelästert. Ein Was bisschen gelästert? Genug. Ich habe gar nichts gemacht. Ja. Ich habe die Höhlenspinnen getötet und war ganz still. Genau. Das war dein böser Zwilling, der da geredet hat. Jetzt, richtig, genau. Jetzt verstehe genau. Ich bin ja auch ein bisschen, ich spiele ja Norden, ne? Ein bisschen zwiegespalten. Gespalten, genau. Ich gehe mal davon aus, dass ihr wisst, wovon ich rede. Da ihr jetzt alle mein Video geguckt habt. Na, wahrscheinlich nicht. Naja, egal. Ach, ich hab's gesehen. Ja, yay. Yay. Ich hab's gesehen. Ja, und ich find's gut. So. Gut, danke. Massenbeeinflussung. Habt ihr gehört, es ist gut. Ist nicht überragend oder sensationell. Ist das früher so gut. Ey, es sind besser wie meine Parodien, jetzt mal ganz ehrlich. Gar nicht wahr. Gar nicht wahr. Jetzt machst du dich aber ganz schlecht. Nee, also das kann man. Nee, das kann man so nicht sagen. Stimmt, hast recht. Ich hab's ja immerhin von dir abgeguckt. Genau. Huch. Im Übrigen, da wird wahrscheinlich auch noch eine andere Ankündigung zu kommen in Form eines Videos. Aber ich wurde eingeladen zu einem MMO-Radio. Wo ich, wenn ihr dieses Video seht, nächsten Sonntag, also ich habe jetzt das Datum nicht ganz genau im Kopf, zu Gast sein werde. Und Sonntag, müsste der 4. Mai sein. Ist das der 4.? Ja, okay. Gut, der 4. Mai, 4. oder 5. Mai, irgend sowas um diesen Dreh. Und da bin ich bei einem MMO-Radio zu Gast zum Thema Guild Wars 2. Wie gesagt, genaue Ankündigung dazu und Link zu diesem Webradio wird natürlich noch folgen. Und worum geht's darin? Ich würde jetzt einfach mal sagen, Guild Wars 2. Oh, wir stehen gerade mitten in einem Event. Yay, Event. Na. Event, Event. Der Tamini brennt. Oh Gott, das ist ja nur ein Veteran. Ja, ein Betsy. Das ist ein Event, was uns nicht würdig ist. Das ist aber noch nicht der richtige, würde ich jetzt einfach mal sagen. Weil Event-Fortschritt ist halt ein anderer, ne? Die Streitkräfte. Yo. Ach, wir müssen einfach hier, okay. Was macht mein Schwein da? Warte. Tamini Mogul. Bogenschütze, Häuptling. Hey, der Häuptling sieht doch cool aus. Wir müssen einen Mogul töten. Ach du Scheiße, ich hab da was losgetreten. Ich glaube, du hast da was losgetreten. Wirklich? Jo. Gut, dass du es sagst. Ja. Da ist ein Streit angezettelt, sehe ich genau. Das mache ich ja immer gerne. Mhm. Ja, zum Glück kann mein Pet alleine die Viecher weglegen hier. Ja, was glaubst du, was meins da vorne macht? Ganz bestimmt keine. Ganz bestimmt. Ja, das passt ja wieder zu mir, ne? Ja. Torsplitter. Ich hab einen Torsplitter. Grazi. Wofür brauchst du den? Keine Ahnung. Okay. Wir sind schon wieder aus dem Eventbereich raus. Aber wir müssen ja den Mogul töten. Ja, haben wir doch eben, oder? Veteran Tamini Mogul. Ja, einen von zwei. Tamini Häuptling. Ja, das sind wieder die stinknormalen. Ich geh mal weg hier. Die müssen wir wahrscheinlich auch noch suchen. Oh, jetzt auch noch mit suchen. Ach, da oben ist er. Ich sehe ihn. Ah, ja. Dann auf. Jetzt auch noch mit suchen und so, ne? Aber zweimal. Oh, das ist ein Champignon. Ja und? Das ist einmal ein Veteran und einmal ein Champignon. Ja und? Konzentrieren wir uns auf den Veteran erst. Ja. Oh, das ist ein Gruppenevent. Okay, konzentrieren wir uns doch auf keinen von denen. Wir gehen einfach mal diesen Weges. Warum? Okay. Wir können den noch sicher hier runterziehen, den Veteran. Ja, und dann ist hier unten Respawn zwischendurch. Ja, na und? Was machst du da? Soll ich mal probieren? Ach komm, für Gondor. So gefällt mir das. Yui!
Wir haben, glaube ich, schon Schlimmeres durchgestanden. Ja. In unserer Laufbahn als Helden von Tyria. Du stirbst gleich. Ich wollte es dir nur sagen, freundlich wie ich bin. MBT ist down. Ja, ist korrekt. Gott, der kann ja gar nichts. Guck mal, mein Schwein tankt den. Ja. Oh, da können wir eigentlich AFK gehen, oder? Ich würde sagen, ja, Auto-Attack rein und nach mir die Sintflut. Ich schieße ihn nochmal ein bisschen weg. Ui. Doch nicht. Wo willst du hin? Zu mir. Zu nee, danke. Ich hab gerade im Moment voll meine Tage und so. So was. Ach so, der hatte auch diesen Debuff von wegen, ich kann dich nicht umwerfen. Ja, okay, macht Sinn. Aber schön, dass er seine Skills auch so lange forecastet. Ich kümmere mich um den. Shiny, töte! Was denkt denn mal? Ein Spack da hier. Ey, geh weg. Oh, ich hab da noch mehr gefunden. Moment. Scheiße. Ja, solche Skills solltest du nicht benutzen, wenn du bei ihm in der Nähe bist. Ja, er hat mich verklickt. Also verdrückt hab ich mich. Ja. Verdrück ich mich gleich nochmal. Das ist aber schon eine Luftpumpe eigentlich, oder? Ja, eigentlich schon. Aber ich mach's hier mal ein bisschen Heilkreise am Boden. Heilkreise am Boden und hack ihm seine Hoden. Moment, das hat mich mitgerissen, tut mir leid. Heilkreise, Heilkreise, heilige Scheiße. Ja. Was macht der eigentlich da die ganze Zeit? Er tankt dein Schwein. Ja, das ist richtig. Macht er. Ich meine, ist ja gut, wenn er mir nachrennt. Mach mal das mit der Spinne. Die vergiftet ihn wenigstens noch. Wo willst du hin? Nicht weglaufen. Gruppenevent für einen Arsch. Irgendwie hat der nicht so Freude an mir, ne? Du bist ein Wasserele. Ein Wasserele? Ja. Wie so ein Wasserele. Ey, du machst hier die ganze Zeit Heilkreise, ne? Ja, gut, ja. Ich lass all meine Skills durch. Ja, ist ja auch gut so. Das ist ja die Aufgabe eines Elementarmagiers, nicht wahr? Nee, ich bin ja eigentlich am Feuer. Ach, nur Feuer, stimmt, richtig. Ja, richtig. Hier, siehst du, Feuer. Ach, jetzt kriegen wir auch noch Hilfe von einem Messner. Ach, nur dein... Ja, und er bringt natürlich gerade noch andere mit, die jetzt an mir hängen. Vollspack, ja, genau. Lieber Antrodimius, oder wie auch immer du heißt. Du bist ein Arschloch. Ja, so. Solltest du das sehen. Boah, hoffentlich geht er drauf, den würde ich liegen lassen. Dafür heilst du viel zu viel. Und das ist ein Messmer. Ich meine, hallo. Ach ja. Ist unheimlich schwer, gutes Personal zu kriegen. So viele Messmer hier. Was ist denn los? Keine Ahnung. Habe ich irgendeinen Patch nicht mitbekommen? Irgendwo ein Nest oder so. Komm, wir gehen einfach. Ah, mach den Scheiß hier selber. Eben. Vollspacken. Puh. Ja, da spielt man MMO, um seine Ruhe zu haben. Und was passiert? Ja. Es kommen andere Spieler. Geht gar nicht. Dann kann ich ja überhaupt nicht drauf. Ich, ja. Nee, aber... Letzten Endes glaubt Spieler, uns das auch noch jemand. Andere Spieler ist ja gut und recht, aber einfach reinrennen und Mobs mitziehen, geht gar nicht. Ja, das ist ein bisschen blöd. Das hier. Da oben steht ein Katapult. Kaputter Pult? Ein kaputter Pult.
ein kaputter Pult. Ja, hier kriegt ihr alle Feuer auf die Fresse hier. Blam, 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 bluff. Ah. Bild. Oh, Eisenerz, Moment. Ach ja. Eisenerz, Eisenerz, das ist hier kein Scherz. Naja. Ich muss noch mal ein bisschen Singen üben. Singunterricht nehmen beim Dieter. Ach, du gehst ja zum Dieter? Ja, zum Dieter von These. Das ist eine Frau, das weißt du hoffentlich, oder? Nee, der heißt ja Dieter. Ja, okay. Warum rede ich überhaupt mit dir? Gut, wäre jetzt dem Let's Play Together nicht zuträglich. Kontraproduktiv. Ja. Außerdem bin ich ja hier, um für Unterhaltung zu sorgen. Stimmung machen. Voll krass, Mann. Ja, genau. Lass mal diesen Fertigkeitspunkt hier oben gerade holen. Da war ich nämlich heute schon mal mit einem anderen Charakter. Und hast auf die Fresse gekriegt. Nein, ich habe so lange gewartet, bis der eine Veteran sich mit den anderen Veteranen gekloppt hat. Und bin dann einfach durchgegangen. Und bin dann einfach durchgegangen. Ja, töte du den Park, das ist schon okay. Wenn wir die Dailies noch abschließen. Was für Dailies? Paar Anfänger. Ich habe ein episches Blaues gefunden. Oh Gott. Nein, das ist, das bleibt in meinem Hirn. Ist was? Egal. Nix. Sprich aus. Nein. Lass alles raus. Alles raus. Alles raus, was keine Miete bezahlt. Aua. Du weißt, rote Kreise und so, ne? Solltest du kennen. Ja, wenn ich gerade am Casten bin, ist es halt schlechter auszuweichen. Und du weißt, es werden keine Casts abgebrochen. Aber warum castest du einen Meteorschauer? Na, weil ich alle Skills nutzen möchte? Ja, aber der ist... Kosten-Nutzen, weißt du? Was Kosten-Nutzen? Hier, ich habe noch mehr. Guck mal, hier mache ich Wasser und hier mache ich auch Wasser und noch mehr Effektiver Wasser. Effektiver ist wirklich das Siegel beim Elementarmagier, was ein AOE-Effekt aufgrund der elementaren Einstimmung. Der Sturm? Ja. Da ist der Flammensturm auf jeden Fall effektiver wie der Meteorschauer. Das hast du gut hingekriegt, Stefan. Was habe ich gut hingekriegt? Okay, wir müssen den eh machen. Das waren deine Pfeile, die abprallen. Nein. Doch. Ich mache keine Blitzpfeile. Doch, wenn ich den Blitzsiegel am Boden liegt da vorne, dann schon. Ja, aber meine Pfeile springen nicht über. Doch. Nein. Dann schon. Nein. Hätten wenn sie noch... Hätten sie jetzt das erste... Nein. Hätten liegt? Sie jetzt das erste Mal getan. Diskutier nicht mit mir. Ja, ist gut. Ich bin der Let's Play-Leiter. Stimmt. Verzeihung, großer Meister. Was ist denn das für ein Kleister? Nein, keine Ahnung. Ist mir auf jeden Fall noch nie aufgefallen, aber der Einser-Skill von deinem Stab in Luft macht dasselbe. Also der springt auch über. Ich hätte jetzt schwören können, das war einer deiner Pfeile. Weil ich im Moment gerade was anderes gewirkt habe. Oh, Betty. Moment, probieren wir doch gleich mal aus. Ja, toll. Natürlich nicht in den Aoi zurück. Lump. Schön, wie er blutet. Ach, hör doch auf. Ist es ein Schleim, wie will er bluten können? Ja, eben. Wie kann ein Eiselementar brennen? Hm? Toll. Schwabbel! Keine Ahnung, warum ich das gerade im Kopf habe. Moment, ich muss ja hier erst wieder Zeug... Hier ist ein Schwabbel und er möchte gerne im Kinderparadies abgeholt werden. Wo zeige ich mein Tier hin, wenn ich als Schwabbel rumlaufe? Und warum hast du kein Bafu drinne? Und warum liegt hier hinten eigentlich Stroh? Bist denn du? Ja, hier. Da, wo hier? Das Schwabbel ist. Schwabbel! Jetzt bin ich kein Schwabbel mehr. Nein, du bist der falsche Schwabbel. Jetzt lass mich Eisenerz absammeln. Angehen hier, immer diese Diskutiererei. Ich mag das nicht mehr ertragen. Ich habe kein Sammelwerkzeug mehr, ich brauche einen Händler. Ich brauche einen Händler, ich habe keinen Inventarplatz mehr. Das auch. Naja, das geht noch. Ist nicht leicht. Das ist verdammt leicht. Einfach durchlaufen. Ja, aber...
XP? Ja. Ja und? Weiter? Ja. Geht ihn wieder mal nicht, ne? Meine Bedürfnisse interessieren ihn. Ja gut, er ist Chef, ich bin nix, ne? Du hättest auch einfach deinen Buffwood reinhauen können. Welches Buffwood? Das halt, was du nicht hast. Ja, eben. Was du wahrscheinlich von deinem alten Charakter, von deinem alten Eder nicht auf den neuen übertragen hast, Welches Buffwood? Das, was ich dir mal geschickt habe. Das EXP-Zeug? Nicht nur das EXP-Zeug. Ja, Und doch. Len? Es war auch EXP-Zeug. Das ist richtig. Korrekt. Das habe ich glaube alles aufgebraucht. Ich bräuchte irgendwann auch mal eine Bank. Warum kann ich jetzt? Oh. Scheiße. Frage erledigt. Wie sieht's denn eigentlich mit dem Rest aus? Sichel könnte ich mir meine neue wieder kaufen. Ich hätte Scheiße. Freude, wenn man mehr als 250 Einheiten von irgendetwas auf die Bank schmeißen könnte. 100 oder 1000? Jo, hast du recht. Ist ein bisschen blöd, ne? Weil So, jetzt habe ich. Ja, sag gar nichts mehr. Er will abmoderieren, der Herr hier. nein, Nicht? möchte ich gar nicht. Du kannst ruhig weiterreden. Ich wollte nur mit diesem so gerade einläuten, dass ich gucke, wo wir als nächstes hingehen. Ja. Habe ich den Faden verloren? Ah, hier ist er. Ja, also jetzt habe ich auf vier verschiedenen Charakteren habe ich Materialien rumliegen. Ja. Super. Wer Weiter? schmeißt mir hier Steine an? Die Katapulte da oben. Geht's denen noch? Denen geht's noch gut. Die Frage ist, Na, wie lange noch? gar nicht. Wir gehen jetzt einfach mal in die Siedlung Askalon. Dazu kann ich auch wieder ein bisschen was erzählen. Aus dem einfachen Grund, weil es ja manche Leute ganz toll finden, dass wir ab und zu mal ein bisschen Story mit einflechten in dieses Let's Play. Was ja auch Grundgedanke eigentlich von dem Let's Play gewesen ist, ursprünglich mal. Bevor du dazu kamst. Ja, Nein. Ich bevor freue mich. ich dazu kam und alles kaputt gemacht habe. Ich freue mich natürlich, dass du dabei bist. Ich hätte es wahrscheinlich schon gar nicht mehr so lange durchgezogen. Weil, ich meine, es ist ein MMO, da muss man mit mehreren Leuten spielen. So. Ist halt einfach so. Nein, Man Siedlung muss Askalon. man mir. Ihr kennt ja Askalon generell das Gebiet, was einst auch mal ein Menschenkönigreich war. Guild Wars 1-Spieler haben auch, wenn sie mit Prophecies angefangen haben, beziehungsweise mit der ersten Guild Wars-Kampagne, die im Übrigen auch nicht wirklich Prophecies hieß, sie hieß einfach nur Guild Wars 1. Die Fans haben es nachher Prophecies getauft, um damit man halt den Unterschied zwischen Factions und Nightfall, den beiden anderen Kampagnen, irgendwie hinbekommt. Und ja, wie ihr bestimmt auch in, wenn ihr Guild Wars 2 spielt, schon mitbekommen habt, gehört das jetzige Askalon wieder den Jar. Und generell diese kompletten Ländereien da hinten, die sich Askalon schimpfen, haben ursprünglich auch nicht den Menschen gehört. Das waren einfach nur die Menschen, die da hingegangen sind, haben die Char vertrieben in den Norden und haben dort ihre Städte errichtet. Aber das ist ursprüngliches Char-Land. Und die Char haben sich das natürlich irgendwann nicht mehr gefallen lassen, haben Askalon zurückerobert. Da fällt mir gerade auf, wir sind überhaupt nicht in der Askalon-Siedlung. Egal, ich erkläre jetzt trotzdem, was es mit Askalon auf sich hat, einfach aus Prinzip. Und ja, Askalon ist gefallen und die Guild Wars 1 Charaktere sind halt einfach weitergezogen, gen Westen Richtung Kryta, wo Löwenstein die Hauptstadt war. Ist sie jetzt mittlerweile nicht mehr von den Menschen, ist ja jetzt Götterfels. Und dort, um dort nach Hilfe zu suchen. Haben sie natürlich keine bekommen, weil die hier genau wie 250 Jahre später in Guild Wars 2 ein ordentliches Problem mit Untoten haben. Ja, ist eine sehr lange Geschichte. Auf jeden Fall diese Siedlung Askalon, wo wir dann jetzt wahrscheinlich in der nächsten Folge hinkommen werden, ist das letzte Überbleibsel von, ja, dem Königreich Askalon. Weil ich gerade gar nicht sicher bin, ob es wirklich das Königreich Askalon war. Ich glaube, es war einfach nur eine Provinz. Weil Askalon war auch nicht die Hauptstadt, sondern Rinn war die Hauptstadt von Askalon. Und Askalon City war einfach nur da. So sicher bin ich mir da jetzt nicht mehr. Ist aber auch vollkommen egal. Wir werden jetzt diese Folge auf jeden Fall mal abmoderieren. Natürlich hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch, Kommentare unter diesem Video und all unseren anderen Videos sind natürlich wie immer gerne gesehen.
Schaut auch beim Raijin auf dem Kanal vorbei. Sein Kanal ist unter diesem Video ebenfalls verlinkt. Bleibt anständig und bis zum nächsten Mal.